Hallo und willkommen zurück zu Prey. Ich versuche da oben was zu scannen. Das bewegt sich ein bisschen schneller als diese Nester. Die Nester sitzen nämlich fest. Bewegen sich gar nicht, um genau zu sein. Ich versuche da ranzukommen, ohne die Nester zu aktivieren. Was bist du? Bist du so ein Zystoid oder wie das Ding heißt? Oh, jetzt versteckt sich's wieder. Komm raus. Zystoid, tatsächlich. Kann ich dich abschießen von hier aus? Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Was sagen mir denn die Daten? Glücklicherweise produzieren Weber so viele von ihnen, dass es hat. Denn es hat sich als außerordentlich schwierig herausgestellt, die Zystoiden außerhalb dieser Nester am Leben zu halten. Auch wenn sie über keine sichtbaren Sinnesorgane verfügen, sind sie dennoch irgendwie in der Lage, uns zu orten und explodieren dann in unserer Nähe. Wenn wir herausfinden, wie sie uns sehen, können wir sie vielleicht irgendwie lang genug erblinden lassen, damit wir sie uns näher anschauen können. Schwäche keine, Immunität keine. Aber das, ich habe das Gefühl, dass das Glut trotzdem hilft. Wäre das nicht eine Schwäche eigentlich? Oh Gott. Scheiße. Da bin ich zu nahe gekommen. Im Prinzip explodieren die Dinger nur. Das heißt, ich muss mich halt fernhalten. Das sollte ja jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert sein. Das heißt nur explodieren. Das ist aber ein fettes Nest, da komme ich ja noch nicht durch. Ah! Sterbt alle! Abgeschlossen. Okay, halt. Ich könnte ja auch mit einer Waffe drauf schießen. Wo ich meinen ganzen Glut verbrate. Jetzt muss man die nur irgendwie halt triggern, dass die halt eben explodieren. Das heißt, ich kann vielleicht auch so machen. Problem ist nur... Ich wollte nicht meine Psykraft einsetzen. Okay, selbst explodiert. Gut. Ich wollte irgendwie aus irgendwelchen Gründen mit der Waffe anvisieren. Was macht man oft in Spielen ja mit rechts? Deswegen habe ich aus Versehen die Psykraft aktiviert. Das war also nicht geplant. Also nur lang genug warten, dann explodieren sie auf uns selbst. Warte, was bist du? Bist du noch Überrest? Ich glaube, Das sieht ja, wenn ich schieße, gar nichts. Echt ungeil mit diesen Nestern. Da hinten ist noch mehr. Ein bisschen rumgucken, dass ich hier keinen Loot verpasse. Okay, da kommen sie wieder angeschissen, die Dinger. Noch 600 Schuss. Reicht das? Ja, sehr gut. Die Dinger hatte ich auch draußen gesehen, als wir einmal im Weltall waren. Okay, sie explodieren. Es sind, glaube ich, noch zwei. Habe ich das Nest da oben schon? Alles aus sicherer Entfernung einfach abballern. Da unten ist Loot. Das sind echt viele. Oh, da ist eine Leiche. Okay, ich glaube, es zappelt niemand mehr rum. Ich kann da runter. Kimberly. Türverriegelung. Kim, vergiss nicht beim Rausgehen die Tür zu verriegeln. Der Code lautet 9132. Dann hätte ich da nicht halt. Das andere noch, danke. Okay. Ja, da sind noch welche. Aufpassen. Ich finde, das geht ganz gut, wenn man die mit dem Glue irgendwie triggert. Cargo-Tunnel. Das sieht aus, als könnte ich da unten rein. Ob das so ein Umgehungsweg ist, wenn man den Code nicht gefunden hat bei der Leiche? Wenn ich da... Ist das irgendwie eingenommen? Kann ich das nicht irgendwie... Dann kann man es bestimmt lang genug anhalten, dass man da vielleicht durchkommt. Oh Gott, ich hätte vorher speichern sollen. Ah, mal schneller, mal schneller, mal schneller. Du drehst dich nicht. Ja, das sieht mir einfach im Umgehung aus zu der Tür. Das brauche ich ja eigentlich nicht, weil ich habe ja den Code. Ich mache mal die Tür auf, falls ich da jetzt wieder lebend rauskomme. Ist immer noch festgeklut. Okay. Schnell durch, schnell durch, schnell durch. So. Ja, ich versuche das Nummernpad. Oh Gott, toll, das wird ja jetzt witzig, das an einzugeben, während ich mich bewege. Ah, so, du hältst an. Gut. 9, 1, 3, 2. Die mal bitte explodieren alle. Ich konnte sie irgendwie nicht gescheit triggern, glaube ich. Die wuseln einfach viel zu schnell rum. Plung, plung. Ha, schöne Kit-Reaktion. Darauf habe ich gewartet. Da unten, das sind alles Nester. Alles voll Glun. Viel hilft viel. Wunderbar. Noch ein Nest. Das ist noch ein Nest. So, ich glaube, das war's mal wieder. Die Nester hinterlassen halt immer solche Überreste, glaube ich, aber die sind ungefährlich. Oh, hallo. Sag mal, du bist. Der irgendwelchen... Nein. Ich wollte bisher dir nicht zu nahe kommen, aber... Was war das? Notiz. Monitor der Unterabteilung... Das klingt jetzt irgendwie unspannend. Kann ich eh nichts mit anfangen. Warte. Noch mehr Neuromods. Bald habe ich wieder genug zusammen, dass ich mal wieder wagen kann, was zu leveln, würde ich sagen. Da ist noch eins. Oh, da blitzt was. Da unten treffe ich nicht. Moment. Da werde ich erstmal... Der hängt, glaube ich, eh da unten fest, oder? Ich hoffe. Au, ich war... Nein, nein, nein. Autsch, 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 autsch. Ich bin zu nahe gekommen. Ich wollte gerade so ein Ding abschießen. Nein, nein. Ah, geht weg, geht weg. Okay. So. Reparieren. Okay. Da hätten wir auch wieder drum rumgekonnt, aber so geht's auch. Technik Operator, obwohl, nee, ich bräuchte eigentlich mehr so ein... Au, au! Wow, was... Hä? Was war das denn jetzt? Wo kam der Stromschlag denn her? Morgan, sachte. Dieser Impuls hat ihre Anzugssysteme recht hart getroffen. Er kam aus der Substation vor ihnen. Eine Magnetosphäre um die Talos 1 sorgt dafür, dass die Sonne sie nicht kocht. Hoffentlich hält der Generator durch. Um ihretwillen. Mir macht das nichts. Ja, danke. Inspektion läuft. Ihr Anzug entspricht den Vorgaben. Bewege mich. Ja, ja, dein Anzug entspricht den Vorgaben, deswegen. Ich habe eigentlich mehr so Schaden genommen. Okay. Dann will ich mal schnell speichern. Das heißt, jederzeit kann jetzt so ein Stoß kommen, so ein... Ich weiß es nicht. Operator nähert sich. Hab ich da eigentlich irgendwas? Da geht's ja auch rein. Da geht's zu diesem Magnetosphäre. Will ich da hin? Ich muss mal auf die Karte gucken. Geil. Weil ich habe da kein Questziel in der Richtung. Hm. Also eigentlich muss ich ja dahin. Warte mal, ich hole mir da gerade noch Loot. Bin ich da dran? Nein. Wer weiß, wie viel da alles noch rumfliegt, was ich übersehen habe. Ich wollte eigentlich zu diesem... Was ist das denn? Da rein wollte ich. Da haben wir nämlich ein Medikit. Sauerstoffflasche. Brauche ich nicht. Cookies. Banane. Okay. Sehr schön. Dann gucke ich gerade mal rechts in dieses Ding rein. Ich will mal neugierig gucken, was so uns das hinführt. Danger Shockwaves. Schwerkraft normal. Ui. Bestimmt sau unangenehm, wenn das rauskommt, dann direkt die Schwerkraft aktiv wird. Aber überhaupt der Wechsel immer. System offline. Warte. Das kann ich mitnehmen. Immer noch nicht rausgefunden, wie man die aufkriegt. Ist da... Ach so, natürlich. Warte mal. Als Mullbinde. Wie ich da reinkomme. Mich auch nicht heilen müssen. Denn... Beantragen neuen Operator. Hier haben wir einen Operator. Ich Ich meine, ich bin eh noch nicht voll geheilt, der kann also noch was machen. Transfer Pyramid 490 Medizin-Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen... Diagnostiziere. Sie hatten wohl einen harten Tag. Entspannen. Vergessen Sie den Patientenfragebogen nicht. Dankeschön. Ihr Feedback ist von unschätzbarem Wert. Ja, lässt du mich mal? Ich muss... Da wieder hin. Dann kullern wir wieder raus. Wunderschön. Oh Gott, ja, oh, 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 das ist das, ja, okay. Ach, oh, ach, ach. Mein Anzug ist aber noch intakt. Hm, vielleicht widersteht der ein bisschen was. Rohrzange. Gibt es irgendwas zum Scannen? Noch habe ich nichts gesehen. Warnung, drohende Plasmaschockwelle. Kann ich das nicht hier mal... So? Warnung, Schutz suchen. Plasmaschockwelle in 5, 4, Schutz suchen? 3, kann ich hier Schutz? 2, 1. Weil momentan, ich meine, das setzt halt alles außer Kraft. Zum Beispiel kann ich dann meine Waffe nicht benutzen, aber es scheint mir jetzt keinen... permanenten Schaden zu machen, von daher ist mir das eigentlich egal. Langley. Hey, was ist los? Er ist tot. Halt, was? Wer ist tot? Anders, ich wollte die Sicherheit rufen. Brauchen Sie ein medizinisches Team? Ich habe gesagt, er ist tot, Langley. Okay, Lorel? Atmen Sie tief durch. Sagen Sie mir, was passiert ist. Okay. Alles okay. Tut mir leid. Anders ging in die Mag-Kammer, um eine Spule zu testen, die Zicken gemacht hat. Ich weiß nicht, was genau passierte, aber es gab einen Impuls. Ich glaube, er wurde in seinem Anzug geröstet. Oh Gott. Das tut mir leid, Laura. Können Sie zum Arboretum kommen? Nein. Anders hatte die Schlüsselkarte. Okay. Verstanden. Rühren Sie sich nicht. Bleiben Sie weg von dieser Kammer. Ich suche nach Chief Eliza und wir schicken schnell ein Sicherheitsteam. Ich bin schon wieder voll. Ey, Mann. Ja. Soll ich die Position wechseln? Soll ich die Position wechseln? Ich werde hier mal dieses, ich kann doch hacken, während ich geplasmaschockt werde. Ja. Oh, falsche Richtung. Warnung, Schutz suchen. Plasmaschockwelle in... Ja, jetzt kriege ich natürlich hier wieder Waffen-Upgrade, was ich erstmal nicht aufnehmen kann. Dann lasse ich das einfach mal fallen. 4, 3, 2, 1. Ja, bevor wir geschockt werden. Will ich vielleicht... Hier, da noch die Reichweite machen. Okay. So, was haben wir hier alles? Schon wieder ein Waffen-Upgrade. Schade, dass man das nicht direkt benutzen kann. Ich erstmal etwas rauswerfen muss. So, dann haben wir da noch Möglichkeiten. Bewegungsgeschwindigkeit. E-Mails. Josh... Blackbox-Projekt, neues Ziel. Josh Dalton ist jetzt seit 3 Tagen nicht an seinem Arbeitsplatz aufgetaucht wegen seiner Abwesenheit und Lanes unkooperativer Verhaltensweise. Hinken wir im Blackbox-Projekt hinterher. Ich würde Thorstein gerne aus der Sache raushalten. Gib mir Bescheid, wenn sie etwas erfahren. Schutz suchen. Plasma-Schockwelle in 5, 4, 3, 2, 1. Geht da eigentlich die E-Mail weg? Ja. Okay. Laut Josh Daltons Tracking-Armband ist er in der GUTS, haben sie ihn gesehen. Achtung, Menge und Frequenz, in der die Magnetosphäre Plasmaimpulse abstößt, sind kontinuierlich gestiegen und nun im kritischen Bereich. Wir gehen aktuell möglichen Ursachen und Problemlösungen nach. Bei der derzeitigen Menge stören die Effekte jegliche Elektronik in der Umgebung und die Stabilität der Stationsschilde. Alle Mitarbeiter bitte beachten Sie, dass die GUTS bis auf weitere Notfallbetriebe laufen werden. Warnung, drohende Plasmaschockwelle. Kein Lebenszeichen. Warnung, Schutz suchen. Plasmaschockwelle in 5. Ah, Preiskarte runterladen. 4, halt, schnell die Karte 3. Noch laden. Gut. Karte geladen vor der nächsten Welle. Im Wartungstunnel. 2. 1. Ich kann damit durchgehen. Ich verstecke mich auf dem Klo. Das reicht aber auch bis zum Klo. Ist ja doof. Sternberger Zyklus Band 2. Und Stars im Aufwind. Okay, dann haben wir, glaube ich, alles, was unser Inventar zugelassen hat, haben wir mitgenommen. Und ich kann jetzt da oben hin, davon muss ich mich hier nicht verbrennen. Warnung, drohende Plasmaschockwelle. Mist, 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 Mist. Warnung, Schutz suchen, Plasmaschockwelle in 5, 4... 3, 2, 1. So, ja, offline. Also die Zystoiden sehen echt aus wie so kleine Minen. Ja, sie kommt näher. Scheiße, weg. Fuck. Nicht schnell genug. Die in Kombi mit der Schockwelle ist natürlich blöd. Dann die Waffe nicht geht. Da will ich aber nicht rein, oder? Solange ich keinen Grund habe, da reinzugehen. Warnung, drohende Plasmaschockwelle. Oder? Da oben liegt was. Komm ich da dahin? Achso, ja. Geil, das war jetzt gut getimt. Ich müsste mir vielleicht eine Leiter bauen. Nein, das bringt's nicht. Das steht nicht weit genug ab. Ja, ich bin oben. Warnung. Drohende Plasmaschockwelle. Also das Ding ist mir echt ungeheuer, muss ich sagen. Warnung, Schutz suchen. Plasmaschockwelle in 5, 4, ist nur 3, super Idee, da drin zu sein jetzt, 2, oder? 1. Ja, das war keine gute Idee. Da ist, glaube ich, auch eine Leiche drin. Oh, habe ich eigentlich... Ich habe nicht gespeichert. Wieso bin ich da reingegangen, ohne vorher zu speichern? 3, 2, 1. Ich glaube, da hatten wir das schon alles durch und genau, hier war ich dann noch nicht, aber hier gab es noch das hier. Die Frage ist, da war nämlich eine Leiche drin. Wahrscheinlich kann man den noch looten. Da oben ist er. Das wäre echt das Einzige, warum man da rein soll, glaube ich. Dass man da oben den Typen halt noch schnell lootet. Warnung. Drohende Plasmaschockwelle. Man müsste mal zählen, Warnung, wie viele Sekunden man hat. Plasmaschockwelle in 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ich zähle die Sekunden, 26, 27, 28, 29, 30. Drohende Plasmaschockwelle. Also 40 Sekunden würde ich schätzen. Ich glaube, wenn sie warnt, sind es ungefähr 10. Warnung, Schutz suchen. Plasmaschockwelle in 5, 4, 3, 2, 1. Ja, also ich schätze, so 40 bis 50 Sekunden hat man, bis es wieder das reicht, um da hochzufliegen und den Typ zu looten. Ich habe keine Ahnung. So kann nochmal an den Loot ranzukommen. So. Ja, das ging ja gut. Der Loot das wert ist, das nochmal zu machen. Okay, das haben wir. So. Warnung, Schutz suchen. Plasmaschockwelle in 5, 4, 3, 2, 1. Mikrogravitation in 3. Ich probiere es einfach mal. Wo ist der denn jetzt? Wo ist denn die Leiche? Da, da, da. Und zurück. Schlüsselkarte, ich habe die Schlüsselkarte. Schub, 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 schub. Schwerkraft, normal. Oh, jetzt falle ich auf den Kopf. Nee. War richtig rum. Wir haben es geschafft, ging doch. Die Schlüsselkarte. Für, ich weiß nicht mehr was. Drohende Plasmaschockwelle. Ich glaube, die ist Blackbox-Projekt oder so. Weiß nicht mehr. Warnung. Ach, fuck. Schutz suchen. Plasmaschockwelle in. Was seid ihr denn hier? 4, 3, 2. Gehen die jetzt nicht kaputt? 1. Oh, oh, oh. Lass das. Die Korrumpierten hatten wir schon lange nicht mehr. Aber müssen die nicht auch außer Gefecht gesetzt werden bei so einem Plasma-Ding? Dachte ich gerade eigentlich schon, ne? Ja, magst du mal hierher kommen? Können wir das durch das Ding hier machen? War jetzt nicht viel, aber ich, wenn ich den Typen da schon habe. Juju. 3, 2, 1. Fragezeichen? Wo ist einer? Was? Wieso habe ich jetzt Fragezeichen angezeigt bekommen? Egal, ich gehe da. Ich will jetzt da rein ins Arboretum. Also Richtung Arboretum. Bitte. Habe ich da jetzt den... Ja. Verriegelt. Ist das eine gute Idee? Mag die January mir nicht irgendwas dazu sagen hier? Sieht ungesund aus. Ich da einfach durchfliegen? Wir erfahren es in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.